Ja, das wäre doch jetzt cool, wenn das jetzt ein neuer Modus wäre. So ein, wie ein Backstage-Brawl, nur halt hier, was weiß ich, Lobby-Brawl, Lounge-Brawl, keine Ahnung. So, Triple H, Bad Blood. Ja gut, die Übersetzung fand ich jetzt nicht so gut. Wir gucken uns jetzt auch nicht mehr an, wie er spuckt, auch wenn es das letzte Mal war. Jetzt kommt Shawn Michaels. So, der hat jetzt auch noch seine Feuershow gekriegt, seine Pyrotechnik. Jetzt kommen wir zu dem Match. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich noch der Käfig runter. Ne, es geht direkt los. Und wir sind Triple H. So, füge Michaels kritischen Schaden zu. Okay, machen wir, oder? So, das heißt, Triple H gewinnt diese Fehde. Weil die hört ja danach auf. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie die Fehde weitergeht, wie die aufhört, weil ich habe keine Ahnung. Also ob die noch weitergeht, weil ich weiß auf jeden Fall, sie sind ja später wieder Freunde. So, und bumm. So, ich mache den mal so richtig schön fertig, ne? Schläge in die Fresse. Leicht ist er schon mal. Und Using your fists is just as legal as the headlock. Oh, egal. Ach Gott. So, seit wann haben Steel Cages eigentlich. Ach doch, da ist ja die Tür, ne? Aber die ist einfach nicht mehr zu öffnen. So. Aber ich höre die ganze Zeit den anderen beim Reden zu. Und das sollte ich, glaube ich, unterlassen, weil während ich denen zuhöre, kann ich nicht selber labern. So, mein Signature habe ich. Bumm. Und raus. Au, ja, das wollte ich natürlich nicht. Ich will nur hier draußen den Finisher zeigen. Das sieht irgendwie cooler aus. Und bam. So, hier habe ich doch jetzt bestimmt so. Au, wow. Also irgendwie bei den Cage-Matches, da haben die sich echt verschlechtert zu dem, was vorher war. Oh Mann, also in den ganzen SmackDown vs. Raw-Spielen war das viel besser. So, also das mit dem kritischen Schaden war ja jetzt einfach.
So, und das war's jetzt. Ich dachte jetzt, ich muss noch was zeigen oder so. Au. Ja, wahrscheinlich kommt noch mal irgend sowas, wenn ich einen Finisher habe oder so. Weil das hier kann ja nicht schon alles gewesen sein. Das wäre ja wohl der langweiligste Hell in a Cell ever. Da, er hat einen Finisher. Wo hat er den her? Ich sag's doch. Ich bin tot, weil der hat gerade einen Wake-Up-Taunt gemacht. Ah. So, warum bin ich jetzt so angeschlagen? Naja, wäre schlecht, wenn er nicht überlebt hätte. So, jetzt sind wir wahrscheinlich Shawn Michaels oder sowas. Nee. Ich lass mich hier nicht von dir fertig machen. So, ich soll dich pinnen. Oh nein, kein Comeback. Scheiße. Na gut, dann muss ich halt nur seinen Finisher überleben. Ach, der hat immer noch einen Finisher. Oh Mann. Ja gut, da komme ich ja noch raus. Sogar mit Vollspeed. Und jetzt hat er zwei Finisher. Und... Okay. Ja, wir müssen aufstehen und jetzt haben wir die neue Aufgabe, Pedigree zeigen und durch Pinfall gewinnen. Wow, das war jetzt aber unerwartet. Ja gut. Naja, das letzte Match darf man auch zweimal machen. Au. Also das war jetzt unerwartet schwer. Also das war ja jetzt... ich habe ein Pedigree eingesteckt. Einen Aufgabegriff. Und einmal den Switch in Music. Mehr habe ich ja gar nicht eingesteckt eigentlich. Aber storymäßig natürlich viel mehr. Das habe ich jetzt schon das zweite Mal gezeigt. Ah, der kontert jetzt auf einmal alles. Und Neckbreaker. Au, scheiße. Aber ja, also der Anfang war ja einfach. So. Wieder mal ein Sprungmove, den haben wir eben auch gezeigt. Der muss wieder.
Und zack. So. Ja, steh auf. Bam. Steh auf. Und Bam. Bam. So, ich mach den jetzt ganz schön platt, ne? Sammeln wir schon mal für den nächsten Finisher. Ja, Triple H ist schlau. So, zack. Kritisch. Au. Woher kommt jetzt dieses Comeback? Ah, na gut. Comeback passt ja. So, und jetzt wahrscheinlich... So, jetzt kommt wahrscheinlich sein Comeback. Nee, doch nicht. Ah, er will sein Comeback gar nicht zeigen. Ah, jetzt hat er seinen Finisher. Ja. So, jetzt zeigt er wahrscheinlich den Finisher. Doch nicht? Ah, jetzt kommt das hier mit dem Aufstehen, Wake-up-Taunt. Und dann kommt wahrscheinlich wieder, weil normalerweise bei einer Wake-up, ja, so. Gut, das kennen wir ja schon. Ich muss aufstehen. Und HBK pinnen. So, natürlich. Jetzt kommt die zweite Switch in Music. Die erste, die trifft. Ja gut, das kennen wir ja auch schon. So. Und jetzt darf ich mich nicht mehr pinnen lassen. Weil ich brauche ja noch den, So. Gucken wir mal, dass der jetzt auch hinhaut. Wäre scheiße, wenn nicht, ne? Nein, ich hab's gewusst. Scheiße, nicht pinnen. Das ist ja wohl... Oh Gott, ja, aber wie ihr seht, es geht wenigstens relativ schnell. Da können wir es auch dreimal zeigen. Mann, ey. Ah, jetzt bin ich ja schon ein bisschen aufgeregt so langsam, ne? Also, irgendwie nach einer gewissen Anzahl an Versuchen, ja, vor allem es ist wirklich das letzte Match, ne? Es ist quasi schon rum. Und ich musste ja den Dings zeigen. Da konnte ich ja jetzt auch nicht hoffen, also irgendwie den einfach weglassen und pinnen. Dann hätte ich ja auch gewonnen. Aber das Spiel will ja, dass ich den Pedigree zeige. Wahrscheinlich gerade deshalb. Au. So. So, jetzt mache ich den halt relativ schnell fertig, ne? Ah. Scheiße. Naja, mal was einstecken gehört ja auch dazu Triple H zu sein. Ich darf nicht so nah ans Mikro gehen, das wird wahrscheinlich assi laut. So, machen wir noch einen Taunt und dann haben wir, glaube ich, unseren Signature. Ja, habe ich richtig geglaubt. Komm hoch. Bam. Komm hoch. So. Und Bam. Bam. Ist der immer noch... Ah, er ist schon moderat. Gut. Ja, jetzt kommt ein Konter. War ja klar. Irgendwann... Ich glaube, irgendwann ist der Konter einfach drin, weil es sonst langweilig würde, wenn ich den die ganze Zeit am Boden fertig mache. So. 1, 2, 3... So, kritisch ist er. Ah.
So, jetzt hat er den einfach so gemacht. So, jetzt hat er seinen Comeback-Move. Ah, jetzt lieg ich. So, jetzt ist das Problem wieder, dass er noch den Comeback hat. Deshalb muss er mich nochmal hinwerfen. Und jetzt geht er in die Ecke. Und dann sehen wir dasselbe wie eben schon. Wie schon zweimal. Weg ist es. So. Aufstehen. So. Und tschüss. So, jetzt wieder ein Pin. Ist ja egal, wie der ausgeht. Es geht nur darum, dass ich pinne. So. Da hat er wieder einen Finisher. Und jetzt kommt die zweite Zwischensequenz. Und jetzt darf ich mich nicht mehr pinnen lassen. So, und ich stehe als erster auf und gehe erstmal raus jetzt. Weil draußen kann er mich zumindest nicht pinnen, ne? So, au. Da hat er mich gerade wie ein Bumerang im Kreis gedreht, also. So, es ist übrigens gerade, man merkt schon, dass die jetzt angeschlagen sind, also. So, ich. So, er hat nicht gesagt, gut, Reversal, das heißt, es klappt, jawohl. So, 1, 2, 3, ich hab's geschafft. Matchup. Both of these men putting it all on the line. Und Shawn Michaels ist tot und wurde nie wieder gesehen. Ende. Nein, natürlich nicht. Aber das ist das Ende dieser Storyline und soweit ich weiß auch dieses Let's Plays. Schreibt mir bitte nochmal in die Kommentare. Also nicht nochmal, ich sag's noch. Ah, nee, letztes Video. Two superstars reunited. Let's come on, here. To reform a legendary team. Ladies and gentlemen, we have just seen a reuniting of DX. Break it down. Down. The
Kings is here. Stop the show. Mr. WrestleMania. Play the game. What's your pedigree? Break hearts. Sweet tin music. Oh, my God. And do what's best for business. Don't cross the balls. Triple H. The game. Shawn Michaels. The showstopper. One unparalleled history. Und das war's dann jetzt wahrscheinlich. Jawohl, das war's. Na toll. Entschuldigung. So, wir haben somit jetzt den kompletten den 2K Showcase Mode durchgespielt. Außer natürlich die Matches, die ich noch nicht freigespielt habe. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, wie ich die spiele oder ob ich es einfach lassen soll. Vielleicht spiele ich es ja auch einfach, weil ich Bock drauf habe. Und zeig's euch dann gerade. So, jetzt gucken wir aber noch, weil wir haben bestimmt noch was freigeschaltet. So, es lädt mal wieder. Laden, laden, laden. Ich finde das neue WWE-Symbol übrigens cool, auch wenn das alte noch cooler war. So, wir haben noch ein Triple H-Kleidung. Was wir nicht haben, ist Rob Van Dams Kleidung, weil das haben wir nicht geschafft. Und noch eine Rob Van Damme Kleidung. Ja gut, darauf können wir verzichten. Shawn Michaels Kleidung. Außerdem Royal Rumble Arena 04, Bad Blood Arena 04 und Randy Orton 04. Es war doch 04, wie ich gesagt habe. So, und das war's. Jetzt fehlen hier noch ein paar Sachen. Aber, da habe ich wohl auch den SummerSlam. Ach so, das ist das, das nicht machbar ist. Noch nicht. Ich hoffe, da kommt noch ein Patch. Und hier, das sind alles Who Got NXT Sachen. So, also das war's mit meinem Let's Play von WWE 2K15 Showcase Mode. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen hoch und lasst einen Kommentar da. Wenn nicht, ja, schade. Ich versuche besser zu werden. So, wir sehen uns hoffentlich bei meinen nächsten Videos wieder. Und bis dann. Tschüss.